Dieses Instrument war mein erstes eigenes Instrument, das ich hatte vor vielen, vielen Jahren. Da war ich noch nicht mal in der Schule zu der Zeit. Und dieses Instrument hat eine sehr tolle Funktion. Es spielt Lieder automatisch. Das ist für kleine Kinder besonders toll, weil sie dabei nicht viel üben müssen und Musik hören können. Das hat meine Mutter damals veranlasst, das Ding, was ich damals hatte, gegen die Wand zu werfen irgendwann. Ich hatte dann über Jahrzehnte hinweg hatte ich das dann nicht mehr. Und zum Glück hat mir meine Mutter irgendwann das neu gekauft, vor wenigen Jahren. Und das ist das gleiche Modell. Ich weiß leider nicht, wie das Modell heißt und wie der Hersteller weiß. Heißt, wenn das jemand weiß, dann kommentiere er es bitte. Ja, der Klang ist nicht sehr gut. Es ist ein sehr kleiner Lautsprecher hier hinter, Mono. Und es gibt immerhin ein paar mehrere Instrumente. Und man kann zwei Tasten gleichzeitig drücken. Also Akkorde. Das ist schon mal nicht schlecht. Und die verschiedenen Instrumente sind Piano, Organ, Orgel also. Ja, die Qualität vom Material her ist nicht sehr gut. Das heißt, die Schwingungen, die gehen leider durch das ganze Gehäuse durch. Vielleicht, wenn man es leiser macht. Ja, dann ist das Geschepper etwas weniger. Aber dann hört man auch etwas schlechter. Dann gibt es Violine. Trump, das steht für den amerikanischen Präsident, dem ist das gewidmet und das ET steht für Elektrotechnik, weil das hier elektrotechnisch realisiert wurde. Ja, das klingt natürlich überhaupt nicht wie eine Trump-ET. Die Tasten sind extrem klein. Man sieht das hier im Vergleich zu einem schon ziemlich kleinen Finger, dass das gerade darauf passt. Dann gibt's Mandolin. Das ist ein Instrument, das einen Ton wiederholt, also so. Dann gibt's Bell. Das klingt leider nicht wie ein Hund, der bellt. Das hat mich enttäuscht damals. Es klingt eher wie eine Glocke. Dann gibt's Musikbox. Also wie eine kleine Bell sozusagen. Und Gitarre, das klingt nicht wie eine Akustikgitarre, sondern eher wie eine E-Gitarre, habe ich den Eindruck. Dann gibt es hier noch verschiedene Trommelgeräusche. Das kann man umstellen von Trommel in Tier. Das ist eine Funktion, die ich besonders toll fand, erst recht damals. Was ich da nämlich sehr gern mitgemacht habe, ist eine kleine Tiergeschichte mir auszudenken, die sehr primitiv ist. Es handelt sich um einen Vogel, der mit einem Hund streitet. Ja, und dann kann noch ein Frosch dazwischen funken. Ja, sehr spannend. Dann gibt es hier noch fertige Trommel-Patterns, Rhythmen, die man hier vorauswählen kann. Da muss man nicht selbst trommeln dabei. Ich kenne mich mit den Musikrichtungen nicht gut genau aus, dass ich jetzt weiß, wo dieser Rhythmus herkommt, aber es passt irgendwie schon etwas. New New ist auch ein komischer Titel, also neu neu. Einmal neu reicht ja eigentlich. Dann gibt es noch eine praktische Funktion, das ist nämlich die Aufnahmefunktion. Man kann hier, was man spielt, aufnehmen. Das kann man dann auch schneller machen.
Und man kann es auch sehr langsam machen. Und die Musik Instrument ändern. Und schon haben wir einen kleinen Programmierfehler gefunden. Es sind leider ein paar Programmierfehler drin in diesem Gerät. Beispielsweise kann man manchmal keine zwei Tasten gleichzeitig drücken, wenn man gerade vorher zwei Tasten gleichzeitig gedrückt hat. Ich demonstriere das mal. Achso, das liegt jetzt daran, das Aufnahme. Im Aufnahmemodus kann man leider immer nur eine Taste zur Zeit drücken. Das ist aber nicht so schlimm. Ja. Nochmal. Also, man hat es jetzt gehört, die ersten beiden Tasten, die hat man beide gehört, aber als ich dann die beiden gedrückt habe, hat man nur einen von beiden Tonen gehört. Ich glaube, das war der letztere von beiden. Also, das heißt, das Gerät hat nur drei, wie nennt man das? Dreistimmig. Also, das kann drei Töne gleichzeitig wiedergeben. Und wenn man zwei drückt, dann werden zwei Töne abgespielt. Und wenn man nochmal zwei drückt, dann reicht das nicht aus. Das heißt, dann wird einer der Töne ersetzt durch den. Ja, neun. Und das ist etwas störend, wenn man öfters mehrere Akkorde hintereinander macht, weil, ja, aus offensichtlichen Gründen. Aber wenn man mal zwischendurch ganz selten einen machen möchte, dann geht das. Dann mal sehen, was kann man denn hier so spielen? Sowas kann man zum Beispiel spielen. Das ist jetzt etwas schwierig, weil ich das normalerweise mit beiden Händen spiele, weil ich zu faul bin, mit einer Hand diese ganzen Tasten gleichzeitig zu drücken. Was gibt's denn da noch? Dann kann man, ja, ein Klassiker. Sowas natürlich. Man kann auch leicht kompliziertere Sachen spielen, die mir gerade nicht einfallen. Naja, gut, ein Lied, das ich immer wieder versucht habe zu spielen auf anderen. Das habe ich mir gerade selbst ausgedacht, weil mir gerade nichts anderes einfällt. Naja, ich werde mich später ärgern nach diesem Video, dass mir die 100 Lieder, die mir einfallen könnten, nicht eingefallen sind. Aber das ist auch egal. Es geht ja hier um dieses Instrument. Ja, wie man hier auch sieht, ist die Kappe von dem An- und Ausschalter nicht enthalten, leider. Und hier, ja, das bin wieder ich, wie immer. Und ich habe das zerlegt, deswegen fehlen da einige Schrauben. Hier ist ein Batteriefach. Es kommen vier AA-Batterien da rein. Und die halten auch sehr, sehr lang. Und das Tolle ist eben, dass durch den An- und Ausschalter, durch den physischen, die Batterien auch nicht auslaufen und ewig halten, wenn man das Gerät zum Beispiel nicht benutzt und irgendwo hinlegt. Ja, man kann auch gut erkennen, dass man hier außer dieser Batterieanzeige und diesen sehr guten Indikator, der hier hin zeigt, ohne irgendeine Beschreibung, kein Typenschild hier vorfinden kann. Es gibt also keine Möglichkeit für mich zu sehen, welcher Hersteller dieses Gerät gebaut hat. Oder wie die Modellbezeichnung ist, wenn es überhaupt eine gibt. Ich bin sehr froh, dass genau dieses Exemplar, ich meine, dass genau dieses Modell gefunden wurde, weil einerseits das natürlich viele Erinnerungen sind, die ich verbunden habe mit diesem Ding, aber eben besonders, weil das ein Spielzeuginstrument ist, das aber von den Funktionen her sehr nützlich ist. Es gibt auch andere Spielzeugklaviere. Ich habe ein anderes mir mal geholt vor wenigen Jahren, das rosa ist. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, glaube ich. Und da kann man zum Beispiel nur eine Taste zur Zeit drücken und die Instrumente, da hat man nur zwei Instrumente und ja, das ist halt noch viel, viel beschissener als das hier. Es wäre interessant für mich, das ist sowieso ein Plan, den ich schon seit langer Zeit habe, den Microcontroller, der da drin ist, umzuprogrammieren oder einen eigenen reinzutun, also das Gerät mit einer besseren Software auszustatten. Aber das ist eine Sache, die ich irgendwann später behandle. Danke fürs Zusehen und tschüss.